Nimschen im Jahre des Herrn Anno 2005. Die heilige Inquisition, gesandt von Papst Benedikt XVI., sucht sich ihre Opfer. Die Scheiterhaufen brennen bereits und die Hexen treiben ihr Unwesen auf dem Hof des Gutes zu Nimschen. So geschehen am vergangenen Samstagabend. Das Kloster Nimschen hatte zur traditionellen Walpurgisnacht eingeladen. Die Nacht zum 1. Mai war schon für unsere Vorfahren von besonderer Bedeutung. In dieser Nacht wurden Freudenfeuer entzündet, um den Frühling zu begrüßen. Der Ursprung des Hexenglaubens, wie er in der Walpurgisnacht dargestellt wird, geht nicht auf alte Feste und den Volksglauben zurück, sondern entstammt den Kirchenbüchern. Es war also die Kirche, die im Zuge der Inquisition immer schaurige Geschichten erzählte, welches Unwesen die von ihnen als Hexen bezeichneten Frauen angeblich trieben. Und wir werden heute Abend hier das Urteil sprechen. Es darf keine Hexerei geben auf dieser Welt. Habt ihr hier eine böse Hexe gesehen? Frauen, die sich in medizinischen Fähigkeiten verstanden, wurden als Hexen bezeichnet. Aber wie auch bei anderen heidnischen Feiertagen, die in der Bevölkerung stark verwurzelt waren, hat die Kirche dafür gesorgt, dass diese Feste in einem kirchlichen Fest aufgefangen wurden. Der 1. Mai wurde der heiligen Walburga, der Schutzpatronin der Bäuerinnen und Mägde, geweiht und so entstand der Name Walburgisnacht. Selbstverständlich wurde der heiligen Walburga von den Kirchen nachgesagt, dass sie vor den Hexen schützen sollte. Und so versammelten sich zahlreiche Krimmer in Nimschen, um den Frühling zu begrüßen. Viel geboten wurde vor allem für die kleinen Hexen und Hexenmeister. Diese konnten sich die Zukunft vorhersagen lassen, basteln, sich in Topfschlagen versuchen oder Knüppelkuchen backen. Bei schönstem Frühlingswetter war die Walburgisnacht in Nimschen für Chefinquisitor Fred Urban ein voller Erfolg und für alle Gäste ein vergnüglicher Abend in Nimschen im Jahre des Herrn Anno 2005.